Und wir können nun kommen zum Tagesordnungspunkt 80, der Dringliche Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Abschaffung des § 219a Strafgesetzbuch, Drucksache 19/5455. 5 Minuten Redezeit pro Fraktion. Frau Kollegin Schott hat das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute Morgen stand in Gießen eine Frauenärztin vor Gericht, weil sie Frauen die Möglichkeit gibt, sich über einen Schwangerschaftsabbruch zu informieren. Auf ihrer Webseite kann man ein Formular aufrufen, mit dem man dann Informationen per Mail anfordert. Schon das wird als strafbar angesehen. Ich möchte Ihnen das einmal zeigen. Das ist der Screenshot der Homepage. Sie können gerne noch einmal einen Blick drauf werfen, Herr Dr. Bartelt. Da steht nichts anderes drauf als Familienplanung, Schwangerschaftsfeststellung, Fehlgeburt und Missed Abortion, Schwangerschaftsabbruch. Dann kann man auf einer Seite weitergeleitet werden, auf der man per Mail eine Information anfordert. Das sind die Fakten. Wenn Sie falsch sagen, dann sagen Sie anschließend das Gegenteil. Immer noch gibt es den § 219a im Strafgesetzbuch. Er stellt unter Strafe, wenn jemand wegen eines Vermögensvorteils Werbung für Schwangerschaftsabbrüche macht. Das will doch aber auch niemand haben. Das darf man auch nicht. Die Frage ist doch, was ist denn das, was möglich sein muss? Um sich strafbar im Sinne dieses Paragraphen zu machen, soll angeblich schon die Auflistung des Schwangerschaftsabbruchs als eine medizinische Dienstleistung eines Arztes oder der Klinik genügen. Da der Abbruch von der Krankenkasse oder der Patientin bezahlt wird, sieht die herrschende juristische Meinung die Voraussetzung des Vermögensvorteils als gegeben an. Ungewollt schwangere Frauen können sich daher nicht im Internet darüber informieren, ob und welche Ärztin oder Ärztin in ihrer Nähe einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Ihr Recht auf freie Arztwahl wird praktisch komplett ausgehebelt. Sie können ja einmal versuchen, das einzugeben im Netz, wenn Sie einen Frauenarzt oder eine Ärztin suchen, die einen Abbruch vornehmen. Das werden Sie nicht finden. Das heißt, Sie sind als Frau komplett auf sich gestellt oder haben die Hoffnung, von einer Beratungsstelle informiert zu werden. Die Information durch den Fachmann oder die Fachfrau, nämlich den Gynäkologen, der ist nicht möglich und wird auch verhindert eben durch diesen Paragraphen. Immer mehr Lebensschützer zeigen Ärzte an, die auch nur das Wort Schwangerschaftsabbruch auf ihrer Homepage-Seite führen. Und diese Anzeigen führen zu einer hohen Verunsicherung. Diese Verunsicherung führt dazu, dass Ärztinnen und Ärzte das runtergenommen haben in der Vergangenheit und dass die Frauen mit ihrer Problematik wieder ein Stück weiter alleine sind. Der besagte Paragraph stammt übrigens aus dem Jahr 1933 und wurde von den Nationalsozialisten eingerichtet, um vor allen Dingen jüdische und kommunistische Ärztinnen und Ärzte zu kriminalisieren. Auf dieses Recht bauen wir hier immer noch. Gleichzeitig sah der § 218 vor, dass Schwangerschaftsabbrüche mit Zuchthaus am Ende sogar mit Todesstrafe bestraft werden konnten. Im Schattendasein des 219a erleichtert es, dass die verschiedenen Reformdebatten zu den strafrechtlichen Regelungen über Schwangerschaftsabbrüche überdauert wurden. Er blieb selbst dann in Kraft, als 1976 entschieden wurde, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen straffrei sind. Damit besteht heute die widersprüchliche Rechtslage, dass Ärztinnen und Ärzte zwar unter den in § 218 geregelten Bedingungen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen dürfen, jedoch die Leistungen nicht öffentlich anbieten können. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht gesehen, als es 2006 erklärte, wenn die Rechtsordnung Wege zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen durch Ärzte eröffnet, muss es dem Arzt auch ohne negative Folgen für ihn möglich sein, darauf hinzuweisen, dass Patientinnen und Patienten diese Dienste in Anspruch nehmen können. Das ist jetzt mehr als 10 Jahre her. Und was das Werben angeht, da hat ja die ärztliche Berufsordnung trotz alledem noch sehr eindeutige Regelungen. Da steht ja genau drin, was ein Arzt darf und was er nicht darf und welche Formen der Werbung nicht erlaubt sind. Das heißt, nach dem Prinzip, heute gibt es zwei für einen, geht es sowieso niemals, solange die ärztliche Berufsordnung gilt. Schon allein deshalb ist der 219a völlig überflüssig.
Und er hat auch Jahre einfach nur vor sich hingedümpelt, ohne rechtliche Relevanz, aber mit immer mehr und stärkeren Auftreten von sogenannten Lebensschützern, die alle Frauen und Frauenärzte bekämpfen, die sich mit dem Thema Schwangerschaft überhaupt beschäftigen, und zwar auf eine Art und Weise bekämpfen, die zum Teil wirklich unerträglich ist, kommen eben diese Anzeigen und damit die Kriminalisierungen von Ärztinnen und Ärzten, die nichts anderes tun als das, was das Gesetz erlaubt, und sich auch noch erlauben, darüber zu sprechen, dass sie eben dies tun und sich keinen Maulkorb verordnen lassen. Die Gießener Staatsanwaltschaft betont die Notwendigkeit des § 219a. Dieser soll verhindern, dass Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit als etwas Normales dargestellt und kommerzialisiert wird. Ich möchte einmal die Ärztin zitieren, die heute verurteilt worden ist. Es ist doch niemand für Abtreibung, weder ich noch die Frauen, die zu mir kommen. Es gäbe aber nun einmal Situationen, in denen eine Frau eine Abtreibung brauche. Es ist doch meine verdammte Pflicht, diese Frauen medizinisch zu versorgen. Das ist der O-Ton der heute verurteilten Ärztin. Eine gute Versorgung und eine gute Information ist dringend erforderlich. Und mindestens in einem Teil dieser widersprüchlichen Gesetzgebung muss sich etwas ändern. Die Informationen von Ärztinnen und Ärzten müssen straffrei sein. Wir müssen diesen Paragraphen abschaffen. Und dazu fordern wir Sie mit unserem Antrag auf. Und wir hoffen auch, dass wir Sie dazu gewinnen können, nicht nur hier im Landtag, sondern auch im Bundestag. Hier bringt DIE LINKE einen Gesetzantrag ein. Ich habe auch heute Morgen schon gehört, auch die SPD hat das vor. Das heißt, da sind schon viele, die auf dem Weg sind. Und es sind noch mehr, die in diesem Land auf dem Weg sind. Es gibt fast 115.000 Unterschriften unter einer Petition. Heute Morgen waren trotz eines Werkstags mehrere hundert Menschen in Gießen vor dem Gericht, um zu demonstrieren. Es haben sich viele große Organisationen angeschlossen. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist zu Ende. Solidaritätserklärung von Frauenverbänden und Pro Familia und über 100 Ärztinnen und Ärzte. Lassen Sie uns diesem gesellschaftlichen Aufbruch folgen und nicht hinterherhinken. Lassen Sie uns dafür Sorge tragen, dass Rechtssicherheit einkehrt und wir nicht Ärztinnen und Ärzte kriminalisieren. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir reden beim Schwangerschaftsabbruch über eines der sensibelsten Themen, über das Politik sich überhaupt in diesem Rahmen auseinandersetzen kann. Das ist eine sehr sensible, persönliche Frage. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir heute nicht über so einen Antrag abstimmen müssen, sondern dass wir das in Ruhe im Ausschuss auch noch einmal erwägen können, weil aus meiner Sicht ich persönlich jetzt hauptsächlich über Zeitungswissen über den Vorgang habe und mich auch noch einmal kundig machen möchte bis zu der Ausschusssitzung, was die genauen Hintergründe sind. Und ich warne auch davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten, sondern in einer solch sensiblen Frage, ich habe es schon einmal gesagt, sich Zeit zu nehmen und sich das genau zu betrachten, was hier passiert ist. Ich teile die Wahrnehmung der Linksfraktion, dass es verstärkt wieder zu Aktivitäten kommt, aus einer sehr konservativen Sicht auf die Freiheit zu entscheiden, ob man einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt oder nicht. Auch da bin ich der Meinung, muss man genau hinschauen und muss man sich auch wieder als Abgeordneter klar positionieren. Aber auch da nehme ich mir nicht das Recht heraus, über die Meinung anderer Abgeordneter den Stab zu brechen. Ich habe da meine klare Festlegung, und ich bin klar auf der Seite derer, die diesen Schwangerschaftsabbruch und als Möglichkeit befürworten, will es an dieser Stelle auch noch einmal wiederholen. Man muss auch immer Debatten, die wir hier schon an anderer Stelle geführt haben, im Kopf behalten. Wir haben uns intensiv darüber ausgetauscht, wie kann man die Beratung beim Schwangerschaftsabbruch vernünftig gestalten. Wir haben uns über Themen unterhalten, intensiv. Wie kann man dafür sorgen, dass es erst überhaupt nicht dazu kommt? Und von daher, wir werden uns informieren noch einmal ganz konkret über die Details dieses einen Vorgangs.
und werden dann intensiv an der Debatte im Ausschuss teilnehmen. Aber mehr bin ich in der Lage, hier nicht zu sagen, außer meinem grundsätzlichen Statement, wie ich persönlich die Situation einschätze. Danke. Die nächste Wortmeldung, Herr Dr. Bartelt für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir werden dem Antrag der LINKEN nicht zustimmen. Ich möchte dies in vier Punkten begründen. Erstens. Die Fraktion DIE LINKE neigt dazu, laufenden Gerichtsverfahren oder Tarifverhandlungen im Landtag Anträge einzubringen, um laufende Verfahren zu beeinflussen. Dies halte ich für grundsätzlich für bedenklich. Nein, es ist nicht abgeschlossen. Es ist ein erstinstanzliches Urteil erlassen worden. Damit ist das noch nicht abgeschlossen, das Verfahren. Anders wäre es, wenn nach Abschluss eines Verfahrens die Politik einen Handlungsbedarf entdecken würde. Häufig gibt ja auch das Bundesverfassungsgericht Hinweise an den Gesetzgeber, hier initiativ zu werden. Dies trifft hier aber nicht zu. Im Übrigen, und das ist das Entscheidende, ist Ihre Beschreibung des Streitgegenstandes völlig falsch dargestellt. Sie schreiben in Ihrem Antrag, Frauen müssen das Recht haben, sich über Schwangerschaftsabbrüche umfassend informieren zu können, und verbreiten den Eindruck, dass dies jetzt hier beeinträchtigt werden würde. Das stellt überhaupt niemand infrage. Wir wollen, dass die Frauen sich hier informieren können. Vorgeworfen wird der Ärztin, Ärztin für Allgemeinmedizin, nicht Gynäkologen, aber etwas ganz anderes, nämlich die Verbindung der Information mit Werbung, dass in Ihrer Praxis diese Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden können, mit einem Wettbewerbsanreiz, in dem Preise angegeben werden. Das ist Gegenstand des Verfahrens gewesen, und das führte auch zu der erstinstanzlichen Verurteilung. Meine Damen und Herren, ich zitiere aus der Pressemitteilung des Amtsgerichtes Gießen. Hier wird einführend der Sachverhalt erklärt, und hier, ich zitiere wörtlich, weiter sei ein Hinweis erfolgt, dass in der Praxis der Angeklagten alle hierin beschriebenen Methoden des Schwangerschaftsabbruchs gegen Kostenübernahme, sei es durch die Patienten selbst oder durch die jeweilige Krankenkassen, durchgeführt werden würde. Die Angeklagte habe durch dieses Angebot und die Durchführung des Schwangerschaftsabbrüche den Erhalt des üblichen ärztlichen Honorares angestrebt. Das war Gegenstand des Verfahrens, und das führte eben auch zu der Entscheidung des Gerichts. Das ist etwas völlig anderes als das, was Sie dargestellt haben. Und nach dieser Belehrung müssen Sie diesen Antrag eigentlich zurückziehen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, der Komplex Schwangerschaftsabbruch, § 218, ist ein äußerst sensibles Thema. Es erfordert vertieftes Nachdenken, Gespräche, um selbst zu einem Urteil zu kommen. Es ist letztlich eine Gewissensentscheidung. Gesetze sind oft durch Gruppenanträge im Bundestag von Abgeordneten verschiedener Fraktionen entstanden. Die Chronologie der Bundesgesetzgebung zeigt die Komplexität des Themas. Nur stichwortartig. 74 Fristenregelungen mit Beratung. 75 Bundesverfassungsgericht erklärt dieses für verfassungswidrig. 76 Indikationsregelung, 90 Einigungsvertrag im Rahmen der Einigung Deutschlands, 92 Beratungsmodell, 93 Bundesverfassungsgericht erklärt dies erneut für verfassungswidrig, 95 Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt. Und seitdem herrscht ein Rechtsfrieden. Und dies jetzt durch einen Schnellschuss, durch einen Dringlichkeitsantrag im Landtag hier zu verändern, diesen Rechtsfrieden, das halte ich dem Thema nicht angemessen. Und besonders, ich muss es sagen,
Ich finde es widerlich, dass Sie das mit der Gesetzgebung, mit der Strafgesetzgebung der Nationalsozialisten vergleichen, diesen Rechtsfrieden. Das ist kein Beitrag zum demokratischen Konsens in dieser sensiblen Frage, meine Damen und Herren. Das empört mich. Die Behauptung, der § 219a ist überholt und das Arztwerberecht genügt, um entsprechende Regelungen vorzusehen, so begründen Sie Ihren Antrag. Ich muss Ihnen sagen, ich sehe das anders. Der § 219a wurde angepasst im Rahmen der Gesetzgebung. Und das ärztliche Werberecht hat eine Dynamik und wird durch Urteile ständig verändert. Also, dies kann kein rechtlicher Rahmen sein, hier zu diesem Problem Rechtssicherheit zu schaffen. Viertens und letztens. Es bleibt für uns der Grundsatz, und wir bleiben bei dem Recht, kein Schwangerschaftsabbruch, auch keine anbahnende medizinische Beratung ohne ein unabhängiges Beratungsgespräch mit der Zielrichtung, nicht mit der moralischen Keule, aber mit der Zielrichtung, die Schwangerschaft zu erhalten. Das sind Grundsätze christdemokratischer Politik. Das ist Konsens unserer Gesellschaft, und dabei bleiben wir auch. Das Wort hat Kollege Gnadl für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es fällt doch schwer, bei so einem Redebeitrag hier wirklich noch ruhig zu bleiben im Raum. Und ich denke, dieser Redebeitrag zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir uns heute über dieses Thema hier im Hessischen Landtag auch auseinandersetzen und wie wichtig es ist, dass wir noch einmal im Anschluss auch eine Debatte im entsprechenden Ausschuss darüber führen. Ich will noch sagen, zu dem, was Herr Bartelt gesagt hat, dass das letzte Wort auch noch nicht gesprochen ist, auch nicht juristisch gesprochen ist, denn die Anwältin der Ärztin hat heute angekündigt, dass sie auch Revision gegen dieses Urteil einlegen will. Und sie hat auch betont, dass sie in keinster Weise eine appellative Werbung vorgenommen hat. Und wenn Sie sich das auf der Homepage der Ärztin angeschaut hätten, dann könnten Sie auch sehen, dass diese Ärztin keine Werbung betrieben hat, sondern dass sie Informationen geboten hat für die Frauen, die selbstverständlich auch vorher, so wie das Gesetz vorschreibt, auch in Beratungsstellen sind. Das hat die Ärztin auch gar nicht abgesprochen, dass es eine Beratung durch Beratungsstellen nicht geben kann. Sie will aber als Ärztin ihrer Verantwortung gerecht werden und den Frauen, die ihre Patientinnen sind, die Möglichkeit geben, neutrale Informationen zu erlangen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich ist es so, meine Damen und Herren, dass der § 219a im Strafgesetzbuch ein sehr restriktiver Strafrechtsparagraf aus dem Jahre 1933 ist, der eingeführt wurde, als Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich strafbar waren. Und das ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Wir setzen uns dafür ein, dass dieser Paragraf komplett gestrichen wird. Denn es besteht aus unserer Sicht Rechtsunsicherheit in diesem Bereich. Heute, und das haben wir schon jetzt mehrfach gehört, stand die Ärztin in Gießen vor dem Gericht, weil sie eben den Frauen, die sich nach Einhaltung aller nötigen Schritte zu einem Abbruch entschieden haben, Informationen anbietet. Radikale Abtreibungsgegner haben diese Ärztin angezeigt und ihr vorgeworfen, sie hätte Werbung betrieben. Ich finde, wenn man sich das tatsächlich anschaut, dann sieht man, dass es eben keine Werbung war. Sie wurde aber heute zu 6.000 € Geldstrafe verurteilt. Dabei hat sie lediglich, und das möchte ich noch einmal betonen,
über die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten informiert. Mich macht dieses Urteil tatsächlich sehr betroffen. Ich kann es auch, und das gestehe ich hier ein, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich kenne Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben, in meinem engsten Umfeld. Frauen, die sich mit dem Gedanken, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, befassen, befinden sich oft in einer sehr, sehr schweren seelischen Notlage. Herr Rock hat es angesprochen. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr sensible Situation, mit der wir auch sensibel umgehen müssen. Und in dieser sehr schwierigen und persönlichen Situation benötigen Frauen vor allen Dingen neutrale und qualifizierte Informationen. Und wenn Sie sich beispielsweise im Internet informieren wollen, dann treffen Sie unweigerlich auf die Seiten der Abtreibungsgegner. Und Sie müssen sich von diesen einschüchtern und Sie müssen sich von diesen beschimpfen lassen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die betroffenen Frauen in dieser Situation brauchen. Sie brauchen Ärztinnen und Ärzte wie Christina Hähnel, die neutral aufklären und informieren, ohne für einen Abbruch zu werben. Diejenigen zu kriminalisieren, die als Ärztinnen und Ärzte ihre Patientinnen neutral informieren wollen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Und deswegen verstehe ich an dieser Stelle auch nicht die Haltung der CDU. Frauen haben ein Recht auf freie Arztwahl, und sie haben auch ein Recht auf Selbstbestimmung. Es darf nicht weiter sein, dass Frauen in ihren Rechten eingeschränkt und eingeschüchtert werden sollen und Ärztinnen und Ärzte in ihrer Aufklärungspflicht einzuschränken und ebenfalls einzuschüchtern. Das darf auch nicht sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind der Auffassung, die Rechte der Frau auf Selbstbestimmung, die muss dringend gestärkt werden. Und ich hoffe auf eine bessere Beratung im Anschluss an die heutige Debatte im Ausschuss. Danke schön. Das Wort hat Frau Kollegin Erfurth für die Bündnis 90 Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Regel ist ja die Nachricht, dass eine Frau schwanger ist, eine freudige Botschaft für viele Familien. Das löst immer auch, oder in den meisten Fällen löst das freudige Gefühle aus. Es gibt aber auch Fälle, und über die reden wir jetzt, in denen eine ungewollte, eine ungeplante oder auch im schlimmsten Fall durch eine Vergewaltigung ausgelöste Schwangerschaft Frauen vor nahezu unlösbare Probleme stellt. Wir reden über diese Fälle, in denen Frauen keinen Ausweg wissen. Für diese Fälle ist es gut, dass wir in Hessen eine Schwangerschaftskonfliktberatung haben auf einem hohen Niveau. Dort bekommen Frauen Rat und Unterstützung, wie sie mit dieser für sie schwierigen Lage umgehen können. So eine Schwangerschaftskonfliktberatung endet ja auch nicht immer damit, dass es zum Abbruch kommt. Frauen bekommen da ja auch Unterstützung, wie es weitergehen kann. Und dann ist es immer der schwere Abwägungsprozess, in die sich viele von uns sicher auch hineinversetzen können. Wie gehe ich persönlich, ganz höchstpersönlich ist es eine Entscheidung der Frau, wie gehe ich damit um? Trage ich das Kind aus? Kann ich das Kind austragen? Schaffe ich das? Oder muss ich mich am langen Ende für den Abbruch der Schwangerschaft entscheiden? Sicher ein hoher Konfliktbedarf oder ein hohes Konfliktpotenzial, das in einer solchen Entscheidung steckt. Und wenn dieser Entscheidungsprozess abgeschlossen ist, ja, ich entscheide mich für den Abbruch, dann beginnt ja das Problem. Dann beginnt das Problem, weil dann die Frauen einen Arzt finden müssen oder eine Klinik, wo sie diesen Abbruch vornehmen lassen können. Und dann wird es schwierig. Weil in diesem § 219a im Strafgesetzbuch, der ist überschrieben, Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft.
Und er ist ja hier schon mehrfach zitiert worden. Ich tue es auch noch einmal. Da wird untersagt, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch das Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen eigene oder fremde Dienste zur Vornahme des Schwangerschaftsabbruchs anbietet. Der macht sich strafbar. Und wir haben heute auch erlebt, wie so ein Strafmaß aussehen kann. Höchststrafe wäre Freiheitsentziehung bis zu 2 Jahren oder eben Geldstrafe. Wir haben mehrfach davon gehört, wie das Urteil in Gießen ausgegangen ist. Und dann, ich hätte mir sozusagen als Hobbyjuristin gewünscht, dass sich das Gericht damit auseinandersetzt, was ist Werbung. Hat es aber nicht. Hat es aber nicht. Ja. Und aus unserer Sicht und aus meiner Sicht wird den Frauen mit diesem 219a ein wesentliches Informationsrecht vorenthalten. Denn sie können nicht erfahren, auf einem für sie leichten Weg können sie nicht erfahren, wo kann denn ein legaler Abbruch vorgenommen werden. Und daher ist das aus unserer Sicht ist der 219a ein Überbleibsel aus der sehr engagiert geführten Debatte um den 218 in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja, es ist übrig geblieben, und in diesem Sinne hat auch der Grüne Landesparteitag am Wochenende einen Beschluss gefasst, in dem es heißt, dass der 219a abgeschafft werden sollte. Und es wird ja auch aus den Verfahren, wenn Sie einmal versuchen, die Motivation der Klägerinnen und Kläger nachzuvollziehen, dann wird ja aus den Verfahren deutlich, dass die Klägerinnen und Kläger ja eigentlich gar nicht das Informationsrecht angreifen wollen, sondern die wollen die Frauen angreifen. Die wollen die Frauen brandmarken, die einen Abbruch vornehmen. Und es geht ihnen darum, diesen Frauen, die sich in einer schweren, höchst schweren persönlichen Lage befinden, die Entscheidung noch schwerer zu machen und sie zu brandmarken und sie daran zu hindern, den Abbruch vorzunehmen. Und da sie das vielleicht nicht immer können, wollen sie es ihnen auch so schwer wie möglich machen, einen legalen, einen Arzt zu finden, eine Ärztin zu finden oder eine Klinik, in der der legale Abbruch vorgenommen wird. Und das unterbindet aus unserer Sicht ganz massiv das Informationsrecht und das Recht, mir den Arzt oder die Ärztin zu suchen, die auch mein Vertrauen hat für diesen wirklich sehr sensiblen Eingriff. Und das muss aus unserer Sicht möglich sein. Ich will zum Schluss sagen, ich habe eigentlich ein hohes Vertrauen in die Ärztinnen und Ärzte in unserem Land. Und es gibt standesrechtliche Vorgaben, wie Ärztinnen und Ärzte auf ihre Leistungen aufmerksam machen können und dürfen. Und diese standesrechtlichen Vorgaben sind aus meiner Sicht völlig ausreichend dafür, wie Ärztinnen und Ärzte auch in diesem sensiblen Bereich auf ihre Leistungen aufmerksam machen können. Und ich glaube, wir brauchen nicht ein Sonderrecht, für diese Entscheidung des Schwangerschaftsabbruchs. Und ich hoffe sehr, wir finden im Ausschuss eine Lösung, wie wir mit diesem schwierigen Thema umgehen können. Und wir GRÜNE wissen, wie schwierig dieses Thema ist. Nicht nur bei uns in der Partei wird es sehr engagiert diskutiert. Wir wissen auch, dass das in den politischen Parteien unterschiedlich ist. Ein Beispiel haben wir hier heute schon gehört. Und wir würden uns freuen, wenn wir dazu beitragen können, hier eine Lösung im Konsens zu finden und Brücken zu bauen für eine Entscheidung, die nicht einfach ist und die wir in der Gesellschaft gemeinsam voranbringen können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wortmeldungen legen wir nicht mehr vor. Das bedeutet, dass wir, wie besprochen, wie mitgeteilt, federführend in den Rechtsausschuss überweisen und begleitend in den Sozialpolitischen Ausschuss. Damit ist das so beschlossen.